Der Baumelf. 1938 kaufte Vera Westmoreland ein Haus mit einem hübschen alten Garten, der sich am unteren Ende verjüngte. Dort stand neben einem Steingarten ein hoher Baum. Ihr Vater wollte ein Gewächshaus anlegen. Im Mai machte er sich daran, den Baum zu fällen. Und wie er den Spaten niederlegte und sich mit der Säge dem Baum näherte. Im nächsten Augenblick rieb er sich die Brust. Er ging ein zweites Mal auf den Baum zu und schon wieder zurück und rieb sich wieder die Brust. Bei einem dritten Versuch fiel er direkt auf den Rücken. Mit gerötetem und besorgtem Gesicht kam er ins Haus. Auf die Frage, was vorgefallen war, meinte er, dass irgendetwas ihn zweimal hart gegen die Brust gestoßen und das dritte Mal sogar umgeschmissen hätte. Mutter und Tochter gingen mit ihm zurück in den Garten. Als der Vater sich erneut näherte, erhielt er einen solch heftigen Schlag, dass er rückwärts umfiel. Da hörte er eine Stimme sagen, »Du kannst das meinem Baum nicht antun!« Dann sah er einen Elf mit braunem, verhuzeltem Gesicht und zerlumpten Kleidern. Das beendete die Angelegenheit. Er wollte nichts mehr mit dem Baum zu tun haben. Und seine Tochter Vera musste fortan die Früchte ernten. Ganz selten war es ihr vergönnt, das Gesicht des Elfs zu erblicken, das dem eines alten Mannes im Kleinformat glich und dem man viele Jahre der Arbeit angesehen hat. Er pflegte ihr dann zuzunicken, um ihr zu bestätigen, dass er wusste, dass sie ihn sehen konnte.